Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Runde Minecraft und wieder auf unseren Server bei unserem nicht endenden Tunnel. Wir sind heute mal zu zweit unterwegs mit der Tran 040 sind wir hier und buddeln halt zusammen, gemeinsam. Wir haben schon ein ganzes Stück geschafft. Ich werde mal sehen, ob ich mit euch noch eine kleine Rundtour mache, wie weit wir gekommen sind. Alles werde ich wahrscheinlich auch nicht zeigen. Muss aufpassen, dass hier nicht Lava ausläuft. So. Wir bauen jetzt hier gerade schon. Ja, halt weiter, nicht schon, weiter. Und ja, und stoßen immer öfters auf Höhlen. Ja, und ich habe da hinten einen Bogenschützen gesehen, der hinten lauert, ja. Also, ja. Es ist nicht ungefährlich, die Arbeiten hier. Abschnitte habe ich auch im Kreativmodus, muss ich einfach mal direkt so sagen. Habe ich einen Kreativmodus gemacht. Hier geht es auch zu einer Höhle rauf. Die ist über uns. Vielleicht verbindet die andere Höhle sogar. Das ist durchaus möglich. Nicht ausgeschlossen. So. Ich versuche immer so ein bisschen abschnittsmäßig zu arbeiten, dass ich dann so ein gutes Stück schaffe und dann baue ich wieder ein bisschen Zäune oder Fenster, damit man so Höhlenlabyrinthe sehen kann. Ja, mein Werkzeug geht da langsam zur Neige. So. Aber wir kommen gut voran, muss ich sagen. So, na gut, bleibt ja nicht aus. Ne? Diese zeitweise längere, gerade langweilige Abschnitte mache ich dann Kreativmodus. Da hämmere ich mich einfach so durch. Muss ich mal gucken. Habe ich Zaun mit? Nein, natürlich nicht. Aber hier hätte ich gerne Zaun gehabt. Eine Fackel. Zaun hätte ich hier gerne. Hier müsste Zaun hin. Guck mal, Zaun her. Ah, nehmen wir noch. Hier haben wir hier noch die. Lalalala. Bin gleich wieder da. Mal nochmal schneller. Hopp. 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 Da holen wir mal ganz schnell ein bisschen Zaun. In dem Fall, wie haben wir Holzwolle genommen hier für diese kleinen Abschnitte? Das ist eine eher langweilige Höhle. Ja, was ist denn da los? Ich spinne das Server ein bisschen. So. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Die auch nicht, die nicht. Die auch nicht. Wo sind die denn jetzt? Wo sind die denn? Wo sind. Ach, da sind sie. Genau. Die brauche ich jetzt. Habe ich sonst einfach mal. Ich kann noch ein bisschen Kram loswerden. Warte mal. Ein bisschen Krempel abwerfen hier. So, zack, zack. Das haben wir da immer. Gut, sind wir Ballast losgeworden. Dann gehen wir weiter. Ein paar Treppen runtergebaut. Wohl hier. Ja, weiß ich nicht, weil die, da kommen ja noch Gleise hin. Weiß nicht, ob das eingleisig oder zweigleisig fährt. Das muss ich noch sehen. Das muss ich noch sehen. Und die Fackeln hier am Fußboden, die kommen an die Wänden natürlich noch. So, dran ist fleißig. Das sind wir auch. Jetzt bauen wir hier erstmal einen Zaun hin. Fledermaus, nervst. Na. Hier einen Zaun hin. Natürlich müssen wir hier aufmachen. So. Hier ist auch noch eine Höhle. Ach du Scheiße. Wieso habe ich keine Fackel am Start hier? Unnötigste Sachen habe ich im Menü drin. Den ganzen Müll. Wir müssen reingucken. So, jetzt hier. Da auch Spinnen und so. Sehr schön. Alles nett. So. Und dann machen wir uns auch mal ein bisschen dicht, dass wir ein bisschen was sehen da. So. Ja, komm, so sind nicht durch. So, so, so. Ja, das ist vielleicht schon. So. Hier sieht für alle. So. Achso. Machen wir das mal bis hier hin. So. Und. Das machen wir da raus. Sieht nicht aus. Ich soll was essen, ne? Gute Idee. Ja, bauen wir noch irgendwie ein Tor ein. Also weiß ich noch nicht wie. Und hier ist natürlich zu. So, aber hier geht der Weg weiter. Und achso, das muss weg. Das muss weg. Das doch nicht. Na, und ein Arschloch. Mann, bin ich blöd. Kann mir mal einer in die Fresse treten. Das ist manchmal nicht echt blöd. Das gibt's doch gar nicht. So. Wie dumm kann man denn sein? Da soll es doch bleiben, du Idiot. So, manchmal bin ich echt. Das tut nur weh im Kopf. So. Das muss ich mal gucken.
Ist das schon die tatsächliche Breite des Tunnels? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Breiten. Ne? Ja, das ist richtig. Das heißt, hier. Hier geht er eigentlich weiter. Den Dreck hier abmachen. Den Dreck hier mal weg. Ja, blub, blub. So, mal überlegen. Achso, noch ein höher. Noch zu niedrig hier, so. So. Haben wir hier noch die nette Kohle hier, die holen wir mal runter. Kohle. So. Ah, ich hatte letzte Woche? Ja, ich glaube letzte Woche. Letzte Woche habe ich so ein bisschen die Server geordnet und habe das mal ganz vielen Menschen die Serverrechte entzogen. die sind inaktiv, weißt du, und dann sehe ich da gar nicht ein, dass die da irgendwelche Serverrechte besitzen. Ich auch nicht weiß, was mit deren Accounts womit der Zeit passiert ist. Vielleicht haben sie schon längst weiter verhökert oder so oder verschenkt. Oder, und dann kommen die netten anderen Leute dann auf den Server hier mit Adminrechte. Das, nee, das kann ich nicht dulden. Ich finde, da müssen die Leute sich schon auf den Server zeigen, wenn die Rechte haben wollen. Aktiv und auch tatsächlich einen Support liefern. Die Leute, die als Gast hier drauf sind. Wir haben ja auch hin und wieder mal Gäste drauf gehabt hier. Und ja. Aber wenn da zu selten von den Leuten was raufkommt hier, das nicht. Das muss einfach nicht sein. Da sehe ich einfach nicht ein. Da bin ich da ganz rigoros. Na, das machen wir auch noch weg hier. So ein bisschen mehr freie Sicht hier. Die Höhle rein. Finde ich interessant. Machen wir alles weg hier. So, schön. Schöne Sicht haben hier. So. Ja, genau. So machen wir das. So. Wie muss denn noch? Zwei höher. Weg. Das machen wir mal eben. Arbeiten wir den Tram 040 mal entgegen. Die Tram 040. So. So, dann machen wir hier einfach mal. Hopp. Fleißig, fleißig. So. Ich bin hier jetzt nicht in die Quere gekommen. Ich hole mich einfach hier mal wieder zurück. Die Kohle lasse ich mal den Tram liegen. Für der Tram liegen. So. So, und dann geht es hier in der zweiten Reihe weiter. Huch, ich muss hier noch mehr machen. Augenblick. So, das ist alles richtig. Hier muss noch eine Reihe runtergeschlagen werden, glaube ich, ja. Ah, das ist die Decke. Also hier muss man erstmal die Decke hier langziehen. Das weiß ich nicht, wie es sein soll. So, das macht mir ein bisschen leichter. Noch sehe, wie es dann am Ende wird. So. Da muss die Reihe noch weg. Und wird natürlich ersetzt durch diese Steine hier. So. So. Und so, das geht relativ schnell. Brauchen wir nichts in kreativ ausmachen. Das geht hier ganz gut an dieser Stelle.
Also hier, diese Seite würde ich sagen, machen wir zu einfach. Hier machen wir mal eine Wand hin. Ja, also hier machen wir einfach, das ist jetzt, die reguläre Wand ist hier, ne? Genau. Hier machen wir jetzt einfach mal hier so lang, die Wand. Ja, und hier, ja, hier machen wir eine Tür hin. Hier kommt eine Tür hin. Tür. Dann machen wir erstmal so einen Klotz hin, damit die hier nicht rauslaufen. So. Und jetzt ganz mal die Wand. Ja. Da ist ja was los. Was ist denn da los hier? Da war der Creeper. Und hier lassen wir es offen. Genau. So machen wir das. Dann machen wir erstmal hier die hässlichen Steine raus, die hier drin nichts zu suchen haben. So. Zack, 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 zack. Und bin ich ja nicht laut genug. Ich habe bei der letzten Aufnahme klang ich ein bisschen leise, fand ich. Das war nicht meine Kraft, das war ja Sims 2. So. Dann machen wir das mal hier. Wow. Oh, ich brauche ein neues Werkzeug. Ich brauche ein neues Werkzeug. Na gut, dann kann ich auch gleich eine Tür holen. Ich muss gleich mal eine Tür holen, müssen die Dünse loswerden. Oh, hier ist viel zu wenig Licht hier. Mal ein bisschen Licht hin. Hopp, hopp. So. Erstmal Geraffel abwerfen. So. Weg damit. So. Stein habe ich im Moment genug. Brauche nicht so viel von. Da können wir trotzdem ein paar reinwerfen. 64er. Drauf schmeißen wir natürlich. Ofen laufen halten. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Auch wenn wir es nicht so zwingend brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Werkzeug. Das heißt, ich brauche Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Oh, haben wir das schicke Eisen. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich brauche Eisen. Welt braucht Eisen. Da ist Eisen. Obwohl Stickies, das ist natürlich viel zu wenig. Ich brauche viel mehr Stickies. Machen wir noch ein paar Stück. So, zack. Das reicht erstmal wieder. Dann können wir uns Werkzeug machen. So. So. Und was aber sagen, was ich noch machen werde, hier für die Stream-Geschichten werde ich mir eine Diamanten. Die habe ich übrigens eine Einhöhle. Ich weiß nicht, ob ich die euch gezeigt habe, weiß ich nicht, mit den vielen Lavaseen, die ich alles schön mit Wasser überspült habe, bei Strip Mining gefunden. So, genau, da mache ich mir jetzt. Da mache ich mir mal eine Diamantenaxt, zumal ich auch eine verloren habe. Eine für euch jetzt. So. Damit wir hier. Ich müsste eigentlich effizient mal darauf zaubern, ne? Eine Schriftrolle habe ich dafür nicht hier gerade zufällig. Nein, habe ich nicht. Schade. Schade, tu mal wieder rein. Wäre natürlich gut, wenn ich Effizienz noch drauf tun könnte und so Haltbarkeit. Das wäre eine schöne Sache gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Tür wollte ich noch mitnehmen. Eine Tür ab. Wir haben auch nur eine. Wo sind da auch noch Monster hinter der Wand? Genau, hier habe ich das ziemlich extra offen gelassen. Hier, ne? So ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Hat so was. Hat irgendwas gehabt, fand ich. Ich fand das dann was so. Hm, ne? So. Ja, ja, okay. Die müssen wir in den Tod stürzen. Keine Ahnung. So. Dann machen wir hier eine Tür rein. So, fertig. Okay. Dazu. So.
Aha. Tschüss. Ich glaube, ich mache da hier. Geht das mit dem? Ja, komm mit dem. Platte rein. So. Ich kenne die nicht. Ah, sie ist ja fast ein Creeper gestartet, ne? Ja, geht da nicht rein. Ja, geht einfach nicht rein, das ist gut. Gesperrt. Geht keiner rein jetzt. Zu. So. Ah, ja, so. Boah, nehmen wir eine Diamantenspitzhacke, damit es ein bisschen schneller geht. Dass das ein bisschen vorangeht, bis in den Stream-Folgen hier, die ich aufnehme. Ah ja. Hey, du Arsch. So ein Penner. Schieß auf mich. Was soll denn das? Ich hab keinen Bogen. Muss ich mal einen bauen. So, kommt da noch was Schönes hier? Nö, kommt nichts Schönes. Oh. Hier geht's ja auch weiter. Hatschi Batsch, bleib mal da. Da haben wir ein Problem, ne? Wenn wir dann hier durchkommen. Mal muss ich das mal kurz hier abchecken hier. Wie dicht das hier ist. Damit ich das im Vorfeld schon zumache. Dass man auf die Idee kommt, den Weg frei zu machen hier für die Viecher. Und die ganzen Creeper und die ganze Anlage in die Luft springen hier. So. So. Das heißt, hat sich dann schon ihre Kiste dahin geholt. Das ist gut. Dann machen wir das hier mal zu. So, da kann schon mal nichts mehr passieren. Oh, hat er liegen gemacht? Ach, die hat eine. Irgendwas? Keine Ahnung. Vergiften lassen? Keine Ahnung. Kostet der Diamant ohne Ende. Was soll's, für euch mache ich das. Zumal ich auch so durch unnütze Aktion meine Diamanten-Spitzhacke verloren habe. Ich war da in dem Fall auf der Suche nach Diamanten und Diamanten lässt sich am schnellsten abbauen mit Diamant. Ja. Da ist sie leider verlustig gegangen. Die war leider auch schon die Cape, bis sie dann wieder zurück war. Pech. Sollte was essen. Durch einen einfachen Bogen verrecke da. Das geht gar nicht. So. Spitzhacke hält sich ganz gut. Diamant. Schon wieder sehr laberisch. So durch. Oh, ein langer Weg.
Das ist schon die nächste Höhle hier. Das ist nicht. Oh, hier geht's abwärts. Hier geht's mächtig abwärts. Oh, ja, Höhle. Da geht's hoch. Okay. Ein bisschen ausleuchten. Alles klar, hier werden wir auch nochmal vorbeikommen. Okay. Nehme hier schon mal die Deckenhöhe fest, der schon Bescheid weiß. So. Und dann zack, 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 zack. Zack. Huch. Auch nichts mit zack, zack. So, dann auf die Schnelle. So. Und dann kommt mit Sicherheit hier eine Tür rein, die ich mir jetzt natürlich jetzt erstmal craften muss, natürlich. Problem ist. Achso, ja, da kommen wir ja hoch, genau. Da kommt man ja hoch letztendlich. Wenn man da jetzt so, wenn wir hier eine Treppe machen, dann kommt man da hoch. Und die andere Höhle und dann Eisen, alles klar. Das passt schon. Das kann man schon so machen. Man muss natürlich hier, das musst du so weg. Das auch. Da muss jetzt die Treppe hin. So. Okay, Treppe mit. Und überlegen. Hier ja die Wand ist. Muss ja da ja Decke hin. Das heißt, wenn ich hier eine Treppe einbauen will, muss ich es noch ein bisschen tiefer einbauen. Ne? So um die Ecke. So. Und so. Genau. Hopp. Kommt hier eine Tür hin. Würde ich sagen. Gute Idee. Ich brauche eine Tür. Hier los. Ist das denn der äußerste Rand überhaupt? Ich lasse mich hier total verplane. Warte mal zurück. Nicht, dass es irgendwie der mittlere Teil ist. Dann bringt mir das überhaupt nichts. Das ist ein Scheißdreck. Ja, ich habe mich vertan. Genau ist das Problem. Weil der äußerste Rand ist hier. Der äußerste Rand ist hier. Und dann muss ich hier so gehen. Dunkel. Natürlich auch gleich zu hier, bleibt ja, ne? Bleibt's ja. So. Oh, ein bisschen Licht hier auf dem Weg hier. So. Mal geht's. Damit wir gleich wissen, wie wir bauen müssen. So. Ja, ich mag es, wenn eine Planungssicherheit existiert. So. Fackel wieder hin. Dunkelheit. Ich schon kaum was sehe, dann seht ihr ja noch weniger. So, und da kann ich dann erst, da kann ich planen, wie ich eine Tür einsetze, wo ich die Tür einsetze. War dunkel. Da komme ich gar nicht in diese Höhle rein, weil die so hoch abgesetzt ist. Gerade mich unter durch. Ich fürchte ja, dass ich mich unter durchgrabe. Ich bin viel zu weit schon weg. Das Spiel verarscht mich. Das ist eine Scheiße. Ja, das Spiel verarscht mich. Ich kann das gar nicht sehen. Also. Oder war es doch weiter weg? So weit weg war das nicht. So. Genau. Und dann genau zwei war der hier. Hm, natürlich. Ideales Werkzeug dafür. So. So. Und hier drauf hin, zuarbeiten. Ah.
soll denn das? Ja, das Zeug mache ich. So. So, die Wandende hier. So. Gucken, wenn ich auf meinen eigenen Tunnel stoße. Ah, da war ich noch ein ganzes Stück weit weg, ne? Dunkel, dunkel mögen wir es nicht. Das Geraffel hier aus meinem Inventar hier und dein Hauptmenü will ich nicht haben. So. Ach, ich bin da noch nicht mal richtig, oder bin ich jetzt ein zu weit nach rechts gegangen? Kann das denn angehen? Bin ich denn hier total falsch? Lauf mal! Mann, das läuft das ja alles nicht so, wie es soll. Ich werde verarscht. Ja, ich habe einen zu weit gegraben. Oh. Ja, scheiße. Was mache ich denn da? Ja, ich bin Profi. Bin Minecraft-Profi. Ich hab's gut drauf, wie ihr seht. Mal alles richtig. Keine Fehler, mir passieren keine Fehler. Alles sehr gut gemacht. Scheiße. Das heißt, da die ganze Seite darf ich wieder zumachen. Oh mein Gott. Scheiße. Und für Diamanten geht auch noch zu langsam. So eine Scheiße. Ah, da habe ich ja Kacke Mist gemacht, ne? Aber ihr sagt ja wieder mal nix. Lass mal den doofen Jockel hier rumgraben, wie blöd. Für nichts. Ah, da habe ich wieder Gelächter auf meiner Seite. Ja, natürlich habe ich das wieder richtig gut gemacht. So. Also hier wieder zu. Ah, so eine Scheiße. Hab da keinen Bock drauf. Geh weg, du blöde Scheißfackel. So eine fucking Scheiße. Puh. Boah, hat so viel gegessen heute. Selbstgemachten Gulasch und Knödel dazu. Oh, das war so lecker. Und dann einen schönen Nachttisch noch. Boah, das war natürlich wieder viel zu viel gegessen. So. Alles klar. Und dann ist hier halt der Zugang. Wird dann halt hier passieren. Das ist die Decke. Das wird die Decke sein. So. Das sind die reguläre Deckenhöhe. Na. Jo. Ach, scheiße. Ist das die richtige Höhe? Nicht wieder 4 hoch, ne? Ja. Oh, ne Scheiße. 4 hoch. Und 4 breit. Ja, kommt dieser reine Steg noch weg. Und hier diese Doppeldinger machen noch weg. Okay, das machen wir mal eben. Ein Spaß. Das ist eine Freude mit mir hier. Bin ich alleine? Gut. Das beruhigt mich zumindest ein bisschen. Das machen wir ja so. Jetzt, ja, wenn natürlich alles Sand ist, geht es natürlich auch wieder einfach, ne? Geht schneller. Aber hat man da auch meistens viel mehr wegzumachen, um wieder zu beschönigen. Aber wie es aussieht, muss ich ja sowieso jede Menge Stein noch brennen, um das hier alles hübsch zu machen.
hole ich gleich mal eine Tür. So, ich hole mal eben eine Tür. So. Ja, das ist mein Arbeitsplatz natürlich ziemlich weit weg. Aber stört nicht. Finde schön, ein bisschen rumzulaufen zu können. Diese tolle Marmortreppe zu benutzen. Oh, herrlich. Ah. So. Erstmal Geraffel hier reinschütteln. Reinschütteln vor allen Dingen. Ja, so, das brauchen wir alles nicht. Das andere können wir erstmal. Öfenschatz, Eisen, zack. Oh, hier brauchen wir Kohle, so, zack. Haben wir zum Glück genug Kohle gemacht, so, zack, auch einer mit. Also, war schon so. Und dann tun wir hier den Rest Schnodder hier rein, zack. Und dann brauchen wir eine Tür, habe ich gesagt. Türen selbst haben wir nicht mehr da, müssen wir eine Tür craften. Zack, 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 zack. So, dann haben wir gleich drei Türen im Start. Ist auch nicht verkehrt. Auch hier noch ein bisschen Müll drin. So, und Druckplatte packe ich jetzt mal wieder hier an. Druckplatte war so keine gute Idee. Nicht zwingend. Entschuldigung. Oh. So, Kohle auch hier rein. Oh, wir haben noch zwei. Von denen hier auch hier rein. So, da haben wir unendlich viel hier. So, sehr viel, sehr viel. So. Fackeln haben wir zu wenig. Fackeln. Zu wenig Fackeln. Zu wenig Fackeln. Dann brauchen wir uns ein paar Fackeln. Schnell gemacht. So. Achso, das ist gleich 64. Okay. Da ist zwei Fackeln zu viel. Das macht nichts. So. Ich werde gleich los. Rein damit und los. Oh, Essen muss ich. Ja, Essen. Das muss ich mitnehmen. Das ist die Quatschkiste, das ist für Essen. Was essen wir denn? Ah, ein bisschen Brot. Will denn Brot jetzt? Die Hand Brot, lecker Brot. Mm. So. Muss ja auch mal sein. Einfach mal ein bisschen Brote essen. Ah, hier fehlt Licht. Jetzt uns was zu bauen. Ich meine, was willst du hier noch Fackeln ohne Ende anbauen? Ja, auch. So, machen wir das mal hier weg. Unser Diamantenspitzhacke jetzt einigermaßen schnell wenigstens. Zack, zack. Haben wir hier uns den Weg frei. Habe ich denn was zu erzählen eigentlich? Nö, eigentlich nicht. Das muss einfach reichen, dass ich mir zugucke, wie ich hier durch diesen Tunnel grabe. Ich finde das auch episch spannend. Deswegen mache ich auch ganz gerne von dieser Geschichte ein Video von. Einfach aus Bock, weil es richtig geil ist, was richtig Spaß macht. Und ich kann mir vorstellen, es macht euch auch Spaß, hierbei zuzugucken. Das ist wunderbar. Das ist auch total entspannt und so. Man kann uns richtig total abchillen bei. Was ich vergessen habe, ist ein bisschen Musik anzumachen. Ne? Ich habe jetzt ja ohne Musik. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt nicht übel. Habe ich jetzt einfach vergessen zu starten, Musik. Ich habe auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen bin aufzunehmen. Das habe ich ein bisschen versäumt. Jetzt muss ich auch die Treppe natürlich weiter nach hinten verlegen, ist ja wohl klar. So, das ist mal weg. So. So, und dann kommt hier die Tür hin. So, fertig. Tür zu. Und da machen wir dann nochmal
Und da müssen wir das hier noch wegmachen. Das machen wir jetzt hier noch weg. Dafür werde ich gleich mit Fragen belästigt. Lästige Fragensteller. Komm gleich. Ich merke schon. Ich habe es im Urin. So, machen wir hier weg. Machen wir alles weg. Einfach damit wir unser Ziel erreichen. Und da müssen wir so noch Gleise legen. Das ist auch schön. Jetzt. Oh, Eisen. So, ja, da bin ich hier meine Kollegen am weiten vor. Wie heißt das schon? Ja. Hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Vorteil. Ein Vorteil. Ich bin ja weit im Vorteil. Meine Diamantenspitzhacke hole ich hier die Ressourcen vorher ab. Sie dann soweit erst mit ihrer Eisenpicke da. Ja. Das ist eben halt weitgehend Survival, außer die Admins, die können ja manchmal in Kreativmodus gehen, wovon es jetzt nur noch zwei gibt. Ja, und einer spielt nur aktiv, der andere ist halt nur Server Support. So. Ah, ja. So, ja, da wollte ich auch schon lange mal vorbeikommen zu einem Kaffee oder zum Bierchen. Aber wir haben mit in Süddeutschland viel zu tun, ne? Keine Zeit. Was sehr schade ist. Ich würde ihn auch mal endlich mal persönlich kennenlernen. Ich kenne ihn nur aus diesen reinen Online, TS und so. Aber körperlich nicht gesehen bis jetzt. Also nicht echt. So. Was ist das? Wieso können wir das Gewitter hier unten hören? Das ist merkwürdig. Das Gewitter kann man hören, aber was ist das für ein Gewitter? Wir sind sehr tief unter der Erde. Das ist gruselig. Das ist krass. So, ist toll. Aber ja. Wir haben einiges geschafft heute. Wie gesagt, macht viel, ziemlich viel. Offscreen. Es ist einfach echt langweilig. Abgesehen von dem Wetter, der sehr gruselig ist. So. Und es regnet nicht rein. Mein Gott, das war sehr intensiv, das Gewitter. So. Ja, haben wir es auch schon einigermaßen hier. Einigermaßen hübsch. Jetzt müssen wir natürlich hier die Drecksarbeiten noch machen hier. Solche Sachen hier. Huch. So. Ich weiß nicht, was rausgesprungen kommt. Hör doch mal auf jetzt. Krieg dich mal wieder ein. Böse auf uns vielleicht. So, meine erste Spiel Diamantenspitzhacke gleich verbraucht. Wir sind noch nicht mal zur Abbiegung gekommen. Ich hoffe, dass wir es das noch zur Abbiegung schaffen heute. Wir haben ja das größte Teil der Strecke geschafft. Aber es sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus.
Ja. Ah, das Wetter scheint wieder besser zu sein. So, dann mache ich hier nochmal. So, mache ich den Boden hier raus. Hoppla. Ich glaube, da wollte sie gerade rein, dass ich reingesetzt habe. So, okay. Dann schnappen wir uns die Schaufel und mal den Dreck aus der Erde. Aus der Erde, ja. Dreck aus der Decke mal nicht. Und aus der Wand. Schon. Gut, dass es nicht nur mir passiert. Ja, das haben wir gesehen. Das haben alle gesehen. Dass du den Block falsch gesetzt hast. Ja. Ja, machen wir ein bisschen schneller und schlaf dabei nicht ein. Ja. Na, haut ihr ab. Hey, du faules Stück. Wahrscheinlich wieder tarifliche Pause, weißt du? Ja, ganz toll. Ja, weißt du, Selbstständige dürfen selber weiterarbeiten. Weißt du, diese Hilfsarbeiter da, echt widerlich. So. So eine Kacke. Na gut, was soll's. Die Arbeit macht sich nicht von selbst, ne? Ja, und wir das einfach mal rein, zack, was soll's immer. Ja, komm, dafür hole ich mir die schönen Sachen jetzt aus der Wand hier. Ja. So. Die fette Prämie kriege ich hier wohl, ne? Siehst du? Ah, das hat sie davon. Ja. Unbedingt Tarifpause einhalten. Ja, Arschkarte, ja. Hole ich mir jetzt die Leckereien hier. Das passiert nämlich, wenn man sich auf seine Rechte pocht. So. So. Zack. Zack, fertig. Ja. Hier ist Kohle. Hey, Kohle holen, ja. Kohle abholen. Oh. So. Huch, oder kann ich? Da haben wir es. So, eine kurze Pause. Das ist auch vernünftig so. Dann geht's hier weiter. Mal gucken, wie die Deckenlage ist. Gehen wir zur Seite. Mal kurz. Decke hier reinziehen, damit wir genau wissen, welche Höhe wir haben müssen. Ja. So. Das ist das. Huch. Was ist denn da? Auch nicht so ein Scheiß. So. Na komm. Setz hin da. Was machst du denn da, Horst? Ab sofort heiße ich Horst. Meine Güte. Immer so blöd hoch. Alles klar. So, das stimmt, das ist mit der Höhe jetzt auch. Aber hier ist noch ein bisschen beschädigte Wand, das müssen wir noch reparieren hier. So. Und hier auch kaputt. So. Ist hier Werkzeug kaputt gegangen? Ja. Noch nicht weg. Okay. Naja. Ach, da hat sie noch Kohle entdeckt. Das ist geil, lass sie mal die Kohle entdecken. Ich hole meine Spitzhacke hier kaputt. Arbeite mich stumpf hier weiter durch. Gucken, wo wir gleich drauf stoßen. Oder bald mal auf die Abbiegung. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Hätten. So. Ich
Hier ist auch nicht so viel zu erzählen. Was hätten wir erzählen? Puh, Thema, gut, Trump vielleicht. Ja, Trump ist ja, glaube ich, in alle Munde. Ich glaube, das Wort ja, will man auch gar nicht mehr hören. Aber das Einzige, was mich einfach so persönlich gefreut hat, dass das Gericht ihm da eine rote Karte gegeben hat wegen Einreisesperre für diverse Länder. Das hat mich ein bisschen gefreut, dass das nicht so gelungen ist. Dass er da jetzt noch ein bisschen Stress hat, um das umzusetzen, wenn er es überhaupt umgesetzt kriegt. So. Wir arbeiten uns jetzt mal stumpf mal in die Richtung durch. Müssen wir ja auch irgendwann auf die Abbiegung stoßen. Hoffentlich oder auf eine nächste Höhle. Alles sein. Und die Spitzhacke ist vorher kaputt. Dann ist die Folge sowieso Schluss. Schluss mit der Folge dann. Ja, das ist mir alles vorbei. So. Da müssen theoretisch auch tief genug sein, auf Diamanten zu stoßen. Nee, ich glaube, da muss noch ein bisschen tiefer, glaube ich. Huch, das habe ich falsch gemacht. Das ist jetzt so voller Gier auf Diamanten. Habe ich so ganz unbewusst nach unten gearbeitet. Huch, jetzt muss ich mal weg. So, machen wir eine Fackel dahin. So. Also ich mag ins Dunkle zu rennen. Oh. Oh, da ist eine Höhle. Das ist aber tragisch. Können wir nur wenig, bis gar keine Rücksicht nehmen. Was haben wir hier? Ah, hier ist die nächste Höhle, alles klar. Die nächste Höhle hier muss dann, Augenblick, das ist ja die äußerste Wand. 1, 2, 3, 4, dann ist hier die Wand, ja. Richtig? Also 1, 2, 3, 4, 5 die Wand. Hier ist Schluss. Das heißt, hier muss die Tür rein. Hm. Da ist es mir scheißegal, dann machen wir einfach ein bisschen mehr Platz da. So. Und Licht. So. Also von hinten sieht, dass hier Tür ist. So. Genau, hier machen wir die Tür hin. So, ganz stumpf. Tür. Tür noch eine Tasche? Nein, natürlich nicht. Ah, Arsch. Aber hier kommt die Tür halt hin, ne? Hier kommt die Tür halt hin. Mal den Unrat hier weghauen. Gleich mal. Also Bescheid. Das hier, so. So. Ne? Ja, dann hole ich mir mal die Tür. War da was? Nee. Okay, dann gehen wir hier wieder zurück. Gehe ich zur Tür. Unsere Spitzhacke macht das noch bis dahin. Hier könnten wir uns noch kräften, aber das ist ja für die nächste Folge. Ein bisschen vorangeht. Dieselbe Höhle hier. Das heißt, dieser Bereich hier kann einfach tatsächlich stumpf zugemauert werden. Das ist die Wand, ne? Ja. 1, 2, 3, ne, kann nicht die Wand sein. Die Wand ist hier, ne? Ja, da ist die Wand, genau. Machen wir die Reihe auch noch. Das hat meine Spitzhacke nicht mehr hin, ne? Hm. Dann lasse ich das erstmal so. Auf jeden Fall ist hier auch eine Höhle. Können wir kurz reinduschen. Nicht dieselbe Höhle ist. Das ist eine andere, oder? Nein, ist dieselbe Höhle, guck mal da. Ah, ist dieselbe Höhle. Okay. Aber das ist nicht. Hier wäre nicht die Wand. Die Wand wäre. Muss ich einfach überlegen. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre hier. Wär dann, hier wäre Ende. Und dann machen wir es auch Ende. Da liege ich hier kein Erdturm. Oh gut, dann hauen wir es halt wieder raus. So. Können wir weitermachen. Alles klar. So.
So, dann hauen wir erstmal hier weg, so, weil es so Spaß macht. Herrlich, schön. Ja, herrlich, sehr gut. Ich hätte meine Spitzhacke natürlich auch gerne verzaubert, aber das ist einfach zu weit weg. So. Da ist sie hin. Das war's dann. Und damit können wir auch mit dieser Folge aufhören erstmal. Und ich mache dann hier, wie ihr seht, langsam in Zeitlupe weiter. Oh, das macht so viel Spaß. Das ist, erregt mich auch ein bisschen. Das ist total sexy. Auf die Steine einzukloppen. Diese geile Kohle. Kohle. Ich mag Kohle. Das erregt mich total. Kohle. So schön. Dieses schwarze Gold. Hey, geh weg. Du tanzt mich überhaupt nicht an. Was soll denn das? Ach, scheiße, dieser scheiß Schnurrer immer. Was, ich mauere dich einfach ein, blödes Mistviech hier. Geh weg. Weg. Ich mauere dich ein hier. Ich mauere dich einfach ein. So, weg ist sie. Siehst du wohl. Das ist doch gut, alles gut. Ha, ist das schön. Sehr schön. Ich war es nicht, ich war es nicht, ich war das gar nicht. Ja, so, okay, das hau ich ab. Ich muss weg, das ist bestimmt böse. Das ist bestimmt böse. Ihr habt Schuld, ihr habt Schuld. Ich wollte das gar nicht machen. Ihr habt mich dazu verleitet, habt ihr mich. Ja, ja, ja. Ihr seid das Böse. Ernsthaft? Was? Hat der Ernst? Was denn? Mich anzuschweren? Ich war das gar nicht. Ist klar. Nee, ich bin hier hinten, guck so. Hier bei Lava. Ist er? Nein. Und ich kenne dein Gesicht. Wieso kennst du mein Gesicht? Wenn du lügst. Ich lüge nie. Ja. Nein. Was man unterstellt wird hier. Unglaublich. Unglaublich, unglaublich. Ach, ich nämlich alles so schlecht. Was? Brandgesch. Was mich geplündert hast du mich? Weil ich habe keinen. Beraubt. Weil ich habe keinen Bock zu. Lange zu gehen. Du hast gesagt, ich darf jetzt. Habe ich das gesagt? Echt, sowas? Essen, das, so ein Scheiß sage ich. Dann bin ich blöd. Danke. Ah, danke. Ich mauere dich gleich wieder ein. Warte ab. Unfassbar. Unfassbar, was sie sich rausnimmt. Die Jugend. Huch, was du da? Hey. Da, so. Frechheit. Aber eine Frechheit. Wie viel Kohle? Das ist nur Kohle. Muss Kohle rein. Oh, okay, ich muss aber auch umziehen hier. Die Kisten sind voll. Dann brauchen wir das nicht mehr. Dann können wir auch rausgehen hier. Die Kiste ist voll, ja. Ja, das Schwert, das können wir uns einfach recyceln. Machen wir so. Ah ne, es war nicht hier, ne? Ah doch. Ja, so genau. So machen wir das. Und da haben wir wieder einen Platz frei. Dann kann ich wieder was loswerden. Siehst du wohl. So. 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 So, ja, Freunde, dann haben wir das für heute. Wir sehen uns ja dann in einer nächsten Folge wieder. Und ich muss hier mal umverlegen. Habe ich noch Kisten da? Ja, zwei Kisten, aber fangen wir an. Und dann nehmen wir hier auch schon mal ein bisschen Geraffel mit. Na, müssen wir nämlich mal umziehen. So. Das ist nicht so wichtig. So. Das ist auch nicht so wichtig. Okay. Dann verlegen wir mal. Das könnt ihr gerne noch mit mir zusammentun, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Ja, wie ihr gemerkt habt, wir arbeiten als Familienbetrieb hier gerade. So, das können wir jetzt wieder wegmachen. So.
Naja, die Taschen sind voll, ne? Was ist da drin? Hätte ich auch reduzieren können auf eine Kiste. Würde ich auch machen. Was soll ich? Ich bin immer so dreist. Und so, dann schmeißen wir. Ne, jetzt noch nicht. Dann jumpen wir da hinten hin. Machen wir gleich auf. Habe ich hier schon mal. So, dann tun wir hier. Hier. Oder hier. Ah ja, machen wir hier. So, hier. Und hier die Müllkiste hin. So. Okay. Dann fangen wir schon mal an, hier Müll hinzutun. Eintun und zack, zack. Und hier die brauchbaren Dinge. Eisenbahn. Mal die Eisenbahn komplett da rein. Dann haben wir einen Redstone. Redstone. Diamant da oben in die Ecke hin. Und ein bisschen Zahnstein. So. Ach ja, ach scheiß drauf, schmeiß das mal alles rein. Hab's erstmal weg. So. Erstmal weg. Weg, 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 weg. Ach, hier ist der Eisenklotz, den habe ich gesucht. Genau, der sollte da hin. So. Wo bleibt bei mir? Achso, die Steine tue ich auch erstmal hier rein. Die brauche ich jetzt auch nicht. Jetzt so transporttechnisch ist das jetzt eher lästig, den ganzen Kram mit sich zu führen. Das Einzige, was Sinn macht, ist hier das Schwert bei sich zu haben. Ich muss kurz was trinken, Moment. Oder, ja. Nee, warte, ich muss trinken was. Ich wollte jetzt nicht abbrechen, aber. Aber nö, ich habe noch keine Lust. War gut. Schluck Wasser. Schluck Wasser ist immer gut. So, pass auf. Dann machen wir das so. So, dann gehen wir hinten noch, müssen wir noch einmal Krempel aufräumen. Unordnung beseitigen, die wir erzeugt haben. Die Fackeln müssen hier auch noch alle an die Wand ordentlich. So. So, hier ist Müll. Müll wir mal ein. Und schmeißen hier rein, wie es sich gehört. So. Ja, das nächste kein Müll. So. Das, das, das. So, machen wir. Das ist übrigens auch kein Müll. Wertvolle Sachen sollte man mitnehmen. Wir brauchen auch die Axt. Eisenaxt. Das ist eine Eisenaxt, ne? Kann man ja nochmal reparieren. So. Ich bin ja wie Messi, ne? Ah, falsche Richtung. Da lang. Schön mit dem Wasserfall finde ich das schön. So, und dann nehmen wir den Restkrempel auch noch mit. Ja, müssen wir ein paar Mal laufen, wie ich sehe. Alles mit. Schon sind wir voll. Mensch, Mensch. So ist das halt. Nehmen wir gleich nochmal hier, was soll's. Muss ich hier noch ein paar Mal laufen. Ja, sehr schön. Hoin, oin, toin. Ist das nicht herrlich? Ich denke, ja. Ihr seid begeistert. Ich vermute mal, ihr seid sehr begeistert drüber. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe auch so im Moment auch keine wirklichen Themen, die ich jetzt anschneiden möchte. So. Da schmeißen wir mal alles hier rein. Also das ist die Müllkiste, die will ich jetzt nicht haben. Das hier. Das muss man alles immer hier reinschmeißen. Achso. So. Alles rein hier, alles rein hier, alles rein hier. Voll, die Kiste ist voll. Ich werde mal ein Werkzeug wieder rausholen, ne? Genau, dann geht es wieder. Dann geht es auch wieder rein hier. Zack, zack. Die Platte ist ein bisschen lästig. Weg die Druckplatte.
So. Ja, noch ganz, das haben wir schon. Fackeln, dann haben wir noch 46 Fackeln, wo kommen die denn her? Okay, 46 Fackeln, schmeißen wir da rein. Und die goldene Hose, ich habe gesehen, sie hat die goldene Rüstung. Goldene Rüstung, hier, komm, schmeiß die goldene Hose zu mir. Da rein, siehst du wohl. Brauche ich nicht. So, Schaufel wieder an den Start, dann das dahin, dann das dahin und die Axt dahin. So. Okay. Den anderen Kram holen? Also was essen? Lecker Brot, gib nichts über ein leckeres Brot. Gut frisch gebacken ist das nicht mehr, liegt schon ein paar Tage in der Kiste. So. Ah. Aber gleich. So, das kommt auch noch, die muss auch noch kommen. Diese ist leer, das heißt, die kann ich auch zerlegen schon mal. Und die können wir zerlegen. Das ganze Giraffe mitnehmen, die müssen wir auch mitnehmen. Die müssen wir mitnehmen. Noch nicht fertig. Die ist fertig, die können wir schon mal zerlegen. Mitnehmen. Noch nicht fertig. Noch nicht fertig. Ich habe auch keinen Platz mehr dafür. Okay. Wait. Ja, wieder ein Turbanding. Ja, ich muss immer noch, ich weiß, ich muss das Texturpaket noch ändern. Da haut es nicht hin. Wie ihr seht, die Treppe ist toll. Schön bunt. Schwarz und lila. Meine Lieblingsfarben. Deswegen lasse ich das einfach so, weil die Farben so schön sind. Ich mag solche Treppen, solche Leiter. Ja, ist immer, wie ihr seht, immer ein ziemlicher Aufwand, mal weiterzuziehen mit den Klamotten, die man so hat. Aufräumen. So, dann kommt hier jetzt das Essen hin. So, dann das Crafting Table dazwischen. Zack. Und Amboss haben wir auch am Start. Hier ist Amboss. Zack. Und Ofen. Die kommen in dem Fall jetzt mal hier hin. Kohle rein. Also ich habe schon Müll in der Tasche, dann kann das rein noch. Ah, apropos Kohle, dann können wir hier. Hat gut geklappt, das sollte eigentlich hier rein. Auch das Stück da. Das mit dazu. So, Arsch. So. Die Kiste ist gnadenlos voll. Achso, meine Speisekammer muss ich ja noch aufstellen. Dann habe ich die Kiste dazu. Genau. Ja, also 1, 2, 3 Öfen kommen hier noch hin, dann kann hier die Speisekammer hin. All unsere Leckereien können jetzt hier rein. So, ups, du bist auch nichts zu essen, das kann man noch nicht essen, Mensch. Das Müll, das Brot kann hier rein. So, 5 Brot bei der Tasche. Und das kann ich rein. Da habe ich noch ein bisschen Müll. Da rein. Und hier noch ein bisschen Holz, das wertvoll ist das. Könnte hier rein, wenn hier irgendwie Platz wäre. Hm, was mache ich denn da? Was mache ich denn da mal am besten? Was mache ich denn da mal am besten? Was nimmt denn unnötig viel Platz weg? Ah, hier, wir haben zu viel Eisen. Na, komm, wir haben hier nochmal Eisen. Genau, das reduzieren wir. Ach, ja, doch, versuchen wir mal. Vielleicht klappt das. Und Gold können wir zerkleinern noch hier. Das können wir noch mal ein bisschen machen. So. So. So, oh, reicht das? Reicht nicht, da fehlt mir noch ein Stück Gold, schade. So, wie sieht es hier mit Eisen aus? Da ist doch gerade ein Werkzeug kaputt gegangen. Auch nicht meins. So, zack. Ah, hep. Ah, passt wie Faust aufs Auge. Da haben wir natürlich schon ein bisschen Platz eingespart. Das wieder rein tun, das rein tun. Das gehört dann. Und den wieder rein tun. Und dann hat der auch Platz jetzt. Siehst du wohl? Passt doch. Aber wird immer schwieriger. Kann man die eigentlich auch zu Klötzen machen? Aber dann kann man sie auch wieder zurückverwandeln. Das sind zwei Fragen, die sich so mir stellen. Wir machen erstmal ein.
Ja, man kann so einen Block machen. Dann kann man die auch wieder zurückverwandeln. Jo, alles klar. Dann machen wir raus Blöcke. Zack, pupp. Zack. Da spart dann auch nochmal Platz ein. Ja, das reicht nicht aus, ne? Das ist zu wenig, so. So, zack. Dann kann das hier rein, ne? Naja, haben uns nicht so viel Platz eingespart, weil die 6 bleiben ja. Das ist das Blöde. Die kann man leider nicht stacken. Ist auch doof. Irgendwas, was wir einsparen können. Die wir zu viel haben. Ja, so wie diese Kleinkram Holz und so. Ne? Das braucht man nicht so wirklich. Die können wir mal sehen, dass wir die langsam loswerden. Ich glaube, hier irgendwo im Verbauen. Wisst ihr? Haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Zaun, weiß ich auch nicht. Auch irgendwo hin verbauen. So. Kriegen wir das langsam. Die können wir auch, glaube ich, zerkleinern. Sollen wir auch erstmal eine Probe machen? Ja, man kann da so einen blauen Klotz machen. Leibniz-Block. So. Dann kann man die wieder zurückverwandeln. Und man kann die auch wieder zurückverwandeln. Ehrlich, alles klar. Dann machen wir das so. Reicht nicht aus, ne? Nein, da fehlt mir ein einziger. Also scheiße. Also auch kein Platz gewinnen jetzt dadurch. Schade. Naja, wir haben es auch versucht, ne? Wir haben es versucht. Haben es versucht. Feuern, das kann man nicht alles reinpacken? Nein. Kann ich alles reinpacken. Gut, die Schilder kann ich noch gebrauchen. Die Lücke brauche ich nicht. Sieht cool, dass wir hier rein. So. Und was ist der Zaun? Weiß ich nicht. Was können wir in den Zaun umfangen? Na egal. So, okay. Holen jetzt den Rest vom Schützenfest. Und dann haben wir es. Ah, ja, ja, ja. Meine Nase schniefelt wieder. Was soll denn das? Ich muss meine Tablette gleich wieder nehmen. So. Ja, dann haben wir diesen Bereich auch wieder erfolgreich geschafft und verlassen ihn. Alles klar. Noch nicht fertig, wa? Machen wir so einen Lärm. Egal, wir hauen das jetzt hier raus. So. Dann schmeißen wir den Rest hier rein, da rein. Da ist kein Platz mehr. Ja, mal tauschen wir gegen 64 aus. So. Zwei 64er nehmen wir mit. Und, achso. Mal zwischendurch ein Schild dranhängen, ne? So. Abschnitt. Bauabschnitt. Bauabschnitt. Habe ich das richtig geschrieben? Bauabschnitt. Ja, so. Manchmal bin ich echt ein bisschen doof. Manchmal habe ich es gut gesagt, ne? Total. Yahoo, versucht er mit Yahoo was anderes. Okay, ne? Ah, was mache ich denn da? Ich werde immer blöder, werde ich immer dümmer.
Yahoo ist einfach dumm. Also ich weiß nicht, Yahoo ist der letzte Müll. Ich weiß auch nicht, wo man sich jedes Mal wieder als Standard-Suchmaschine bei mir eintritt. Das ist irgendwie echt Trojaner irgendwie. Immer mit einem engen Scheiß Software, die kostenlos ist, ne, weil ich ja absolut geizig bin. Gezwungenermaßen. Schon ein Wort, das ist besser. Kann das denn angehen, dass ich das einfache Wort nicht hinkriege, Bau? Bauabschnitt. Habe ich richtig geschrieben. Bauabschnitt. Erreicht. Am 11.02.2017. So. Und so, was ich. Achso. Da passt es nicht, ne? Dran. 40 passt nicht. Schade. Hier geht's gerne auch reingeschrieben, wer das erreicht hat. Schnitt. Einfach nur Bauschnittdatum. Genauso machen wir das. Hier, da. Und dann wer dann da war. So, genau, so machen wir das. So. Bauschnitt. So, 11. 11. 2. 2017 haben wir es. Ja, und dann. Dann 40, weil ich gleich angegriffen von der Spinne. Natürlich. Lanze 40. Vielleicht noch vom zweiten. Na, lassen wir es so. Okay. Alles klar, dann verlassen wir das Gebiet jetzt. Ach du Spinne. Hallo Spinne. Oh. Die Punkte. Das ist mir jetzt nicht so. Was denn her? Nö. So. Genau, hier sollen die Öfen hin. 3 Stück. Zack, da kommt die Kohle rein hier. Einmal an damit. Zweimal und rein damit. Das mal habe ich nicht. Nö, Apfel habe ich jetzt nicht. Halb so. Das Brot bleibt auch bei mir. Schmeiße ich jetzt wieder rein. Und was wollte ich noch? Crafting Table haben wir. Nochmal davon hinstellen. Und. Achso, die für Kohle. Kohle muss er haben hier. Da haben wir keine Kohle, um weiterzumachen. Der hat auch gar nichts drin. Lalalala. So. Dann sollte ich auch noch ein hier rein tun. Ich bin da. So. Zack. So. Essen wir noch was. Und ja, dann machen wir hier oben mal Decke raus. Oh, aufpassen. Hoch. Gerissen. Schlampe. Meine ich mich damit. Ich bin halt ein bisschen schlampig gerade. So. Aber ich wollte nicht aufhören. Genug aufgenommen. Einfach was trinken. Ich will was Leckeres trinken.
Dann packen wir auf Wasser. Dann kriege ich noch ein bisschen Gronkh und Konsorten gucken. So, dann schlemmen wir, den Sand haben wir auch noch raus. So. Ja, wie ihr schon gehört habt, ja. Krandl 40 ist ja meine Tochter. Und ja, die unterstützt mich dann halt hier tatkräftig. Sie buddelt lieber, statt zu bauen. So. Dann will ich nochmal irgendwann eine Vision besorgen für meinen Sohn. Weil mein Sohn hat natürlich auch meine Kraft, aber er hat nur dieses von Microsoft. Das funktioniert auf meinem Server nicht. Also er kann darauf nicht connecten. Ich kriege das irgendwie nicht angemeldet. Nicht freigeschaltet dafür. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Was überhaupt geht. Keine Ahnung. So. Herrlich. Das ist noch ein Loch. Okay. Und dann hier noch. Gemacht. Okay, ja, dann verlasse ich euch an dieser Stelle und wir sehen und hören uns hier oder bei Sims 2, 3, vielleicht auch irgendwann in 4. Ja, achso, ich habe mal ein bisschen gegoogelt wegen Sims 5. Also da ist laut EA. Ja, ich glaube, EA war das. Ja, wollen die erst wieder eine Folge rausbringen, wenn sich 4 ausreichend verkauft hat. Ne? So, das nur zur Information. Und ich hoffe, dass, wenn das dann, also eigentlich kann man davon ausgehen, dass sich 4 gut verkauft. Ich finde aber nur diese Erpresserart nicht toll. Ne? Und das sind auch viele, die das unter alle Sau finden, diese Art Aussage zu bringen. Eigentlich brauchen sie sich nicht so viel Sorgen machen, weil Sims 3, wenn sie da nicht zu viel falsch machen, dann verkauft sich das eigentlich doch wie geschnitten Brot. Ja, bei 4 haben sie natürlich ein bisschen was falsch gemacht. Das ist vielleicht deswegen diese Presse ab, weil sie wussten, dass sie was falsch gemacht haben. Keine Ahnung. Und was mich so nervt, dass sie dieses Verpixeln, ne, das Verpixeln weglassen. Die verpixeln ja sogar, wenn die auf Toilette gehen und die Klamotten anbehalten. Das sieht einfach nur scheiße aus. Und versteckt ja so nix. Ist ja nichts. Ja. Ich habe Holz in meine Kiste. Kannst du rausholen? Ja. So. Schon dem Thema. Ich werde auch rausgebeutet. Ich werde nur ausgebeutet und ausgesaugt. Maden. Mich auffressen von innen heraus. So. Naja, gut. Genau. Falsche Kiste. Diese da. Nein. Diese da. So. Naja. Okay, also wie gesagt, Sims, ich gehe mir ziemlich stark davon aus, dass es Sims 5 geben wird, aber, naja, wie gesagt, kauft alle Sims 4, dann könnt ihr darauf vielleicht hoffen, dass 5 dann kommt. Na, ich finde das so schäbig. Eigentlich müsste man das auf Protest dann nicht mehr kaufen, weißt du, aber naja, gut. Ich hab ja die Demo angespielt, das Video existiert ja, könnt ihr euch angucken. Ja, fand ich nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen zu bunt und auch nicht wesentlich. Es war keine wesentliche Entwicklung in der Grafik zu sehen, ehrlich gesagt. Das fand ich ein bisschen zu schade. Ich hätte so ein bisschen mehr Realistik, weißt du, in den Kleidungsstücken, so dass es ein bisschen sich bewegt im Wind und was schon lange üblich ist bei anderen Spielen, weißt du, das einfach so richtig gut aussieht, einfach. Ja. Sie können es ja gerne so ein bisschen Comic-Style lassen, aber so ein bisschen Physik reinbauen in die Klamotten und so. Man kann es ja, die können ja zwei Varianten machen, das ein- und ausschalten kann, dass es auf niedrige Systeme auch läuft, dass sie darauf Rücksicht nehmen wollen, ist ja okay. Aber dann sollen sie zwei Varianten anbieten, dass sie eben halt, dass man das einstellen kann einfach. Ne? Das ist diese herkömmliche Art und dann eben halt für Systeme, die schon ein bisschen zeitgemäßer sind. Ne? Meins ist auch kein High-Tech-System, aber so ein bisschen mehr kann mein System doch schon anzeigen. Also, Na gut. Ja, ihr könnt ja eure Meinung auch dazu unter meinem Video kommentieren und euch frei äußern. Ja, tut ja selten.
Das tut ihr eigentlich gar nicht. Aber wenn ihr das mal tun wollt, wäre immer ganz gut. Würde mich auch mal einfach mal interessieren. So, wer der meine Videos so guckt und wie die Leute so denken, die meine Videos so gucken. Ja, also, ja. Vielleicht seid ihr meiner Meinung oder habt ihr eine ganz andere Meinung? Seid ihr mit Sims 4 total zufrieden? Findet ihr das total toll? Ja, irgendwie ist ja auch so ein Kinderabschnitt nicht dabei. Ne, Baby ist dabei, aber das Kleinkind ist, glaube ich, weg. Kleinkind soll es ja nicht geben. Ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile gefixt wurde, oder es jetzt mittlerweile gibt. Oder als Add-on nur zu kaufen. Möglich. Naja. Ja, wenn ihr mehr wisst, könnt ihr das auch unter den Kommentaren schreiben. Oder vielleicht habe ich es bis dahin gekauft, aber noch kam ich nicht dazu. Obwohl das jetzt gerade ein Angebot ist, Sims 4 bei Origin. Jetzt digitale Datei für knapp 21 Euro, glaube ich. Also, wer es noch nicht hat, zuschlagen. Mein Budget lässt es jetzt gerade noch nicht zu. Ich muss ein bisschen knapsen. Wir haben uns gerade ein Auto gekauft und das muss abbezahlt werden und so. Das ist eine harte Zeit gerade. Naja, alles klar. Gut, habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Wir sehen uns hier im Tunnel. Sehr wahrscheinlich. Ciao.